Hey Leute, ich bin's Conny und heute spielen wir mal Lumion Legacy. Das Spiel soll sowas wie Pokémon sein, halt nur ohne das Copyright von Pokémon zu infringen. Ich bin wirklich gespannt, wie das Spiel wird. Aber ich würde sagen, ihr schaut euch jetzt erstmal das Intro an. Da fährt der Zug lang. Llama Train Studio presents mit der Font Kenneth Alt. Lumion Legacy. Veils of Shadow. Okay, ich klicke dann erstmal auf New Game und dann legen wir los. So, wir sind hier in Mietes Town. Wie es aussieht. Lumion Laboratory of Warrior. Eine hübsche kleine Brücke, die gefällt mir. Und da ist ein Junge mit seinem Lumion, I guess. Eine dunkle Wolke zieht auf. Es fängt an zu regnen. Leute, schnell rein! Und auf einmal steht da alles klar, Bro. Ich glaube, dem Stein geht's nicht mehr so gut. Oder ich glaube, ich habe ein bisschen zu viel getrunken. Faszinierend. Ja, absolut faszinierend. Wenn ich sowas sehen würde, würde ich mir so denken, Bro. Gerade neu reingekommen. Ein Sturm ist südöstlich von Royra aufgetaucht. Meteorologen haben eine Anomalie im Wetter entdeckt, welche plötzlich auftauchte. Wir werden sie informieren, sobald wir weitere Informationen herausgefunden haben. Bleibt wie immer dran bei Royra News um 6 Uhr. Stay up to date on everything, bla bla bla, ja. Wunderbar. Echt? Ja, Leute, ich habe mir gestern einen neuen Skin gemacht und ich sehe jetzt wunderschön aus. Ich würde mich gerne von vorne betrachten, aber das ist halt jetzt die Kamera, mit der ich leben muss. Hey Schatz, könntest du bitte runterkommen? Ja klar. Ich komm runter! Ich komme! Was los? Gibt's Futter? Ah, da bist du ja! Dein Vater hat mich gerade angerufen. Er war in der Dickside, wenn der Sturm aufgetaucht ist. Er sagte etwas sehr Interessantes hat mit dem Stone Tablet. Ja, das war also das Stone Tablet, okay? Das er studiert. Ah ja, okay. Und er möchte es dir unbedingt zeigen. Ja gut, wenn sonst nichts ist. Ach ja! Und hast du schon deine neue Lumi-Watch probiert? Um sie zu starten, du musst diesen Knopf drücken. Ja gut, dann drücke ich halt diesen Knopf. Oh, die lädt schon wieder ein Update runter. Was soll das denn hier? Gott, ich hasse die Technik heutzutage. Enter your name. Conny, das weißt du doch. Conny? Yes. Okay. Rein ins Internet. Meine Ryra-ID, ja, die brauche ich immer, wenn die Polizei mich anhält. Ich habe kein Geld. Wo ist mein Geld hin? Ich muss die Bank gleich nochmal anrufen. Ich sag dir gleich noch ein bisschen mehr über deine Loony Watch. Aber jetzt musst du erstmal losgehen. Ich muss erstmal auf die Lumions aufpassen, was die im Labor machen. Sie wurden bisher noch nicht trainiert und Startle kenne ich gar nicht. Easily. Und vergiss nicht, dass dein Vater dich sehen wollte. Das hast du mir doch gerade eben auch gesagt. Sei vorsichtig mit dem Wetter da draußen. Okay, Mutter. Ich weiß gar nicht, wie alt ich bin. Ich würde mal davon ausgehen, ich bin Dirk und 32 Jahre alt. Ich hätte mir den Namen Dirk sichern sollen. So ein Mist aber auch. Gibt's jetzt nichts zu futtern oder was? Wo ist mein Essen? Typisch. Nicht mich hier hinsetzen, please. Mich hier hinsetzen, please. Ich will mich hier hinsetzen. Wir fernsehen. Na gut, dann muss ich wohl zur Ausgrabungsstelle gehen. Wenn mein Vater mich da haben will. Das ist auch ein komisches Spiel, dass ich einen Vater habe. Oh, und ich kann die Kamera bewegen. Wie schön. So, wer wohnt hier? Ah, bei Pokémon steht hier immer dran, wer da wohnt. Ich will wissen, wer da wohnt. Lass mich rein! So! Das ist jetzt meine Bude. Machst du was zu futtern, hä? Meine Kinder lieben es, diese Battle-Shows zu sehen. Ich hoffe, sie verbringen nicht zu viel Zeit, den Müll anzugucken. Ey, du da! Gib mir mal die Fernbedienung, ich will die Glotze gucken. Diese Show ist fantastisch! Naja, ist so cool! Und ihr Geklo ist richtig tough! Ich hoffe, ich kann sie heute auch kämpfen sehen! Ja, ich glaube, da werde ich noch dazwischen funken. So, ich gehe jetzt erstmal was aus deinem Zimmer klauen. Ach ja. Noch so eine Blage, noch so ein Fernseher. Was guckst du da? Come on, Geklo. Du kannst das machen. Du kannst gewinnen. Geklo ist mein Lieblings-Lumion ever. Eines Tages möchte ich ein ganzes Team Geeklos haben. Was bist du denn für ein Idiot? Immer diese Pokémon-Trainer, die ein ganzes Team Carpador haben. Okay, Geeklo ist scheinbar voll krass in dieser Familie hier. Wir machen dann erstmal die Mission und gehen zu meinem Vater zur Ausgrabungsstätte. Schön, dass man die Kamera bedienen kann. Ich könnte jetzt in jedes Haus reingehen und mit jedem sprechen. Das ist das Schöne. Und wir gehen zur Ausgrabungsstätte. Das sieht eigentlich aus wie eine Polizeiwache. Dann sieht es auf einmal aus wie ein Stromkraftwerk. Aber Ausgrabungsstätte ist ja eher unten. Was ist da hinten los? Ey, du da! Ey, ich meine... Ey, du da! Was machst du denn da auf der Brücke? Ich will hier durch! Lass mich vorbei! Kann doch nicht angehen! Na gut, dann spreche ich dich an. Gastrock liebt diesen Regen. Ja, schön, aber ich will jetzt mal durchgelassen werden. Was soll denn das? Okay, dann ist das wohl nicht der Weg zur Ausgrabungsstätte. Sondern wahrscheinlich dann doch dort hinten hin. Kann ich sprinten? Ich würde gern sprinten können. Ach doch, ich kann sprinten, aber man merkt es kaum. Lumion Laboratory. Ja, hier kann ich dann Professor Eichel treffen. Aber Professor Eichel ist ja gar nicht der, mit dem ich sprechen möchte. Ich schaue mich noch ein bisschen um. Dann wird es wahrscheinlich dort hinten lang gehen, ne? Oh, hier wird es richtig düster. Und der Regen sieht echt nicht so schön aus. Aber ich finde es cool. Endlich mal so... Vor allem so ein Pokémon-Spiel, das so aufgebaut ist wie so ein Pokémon-Spiel, bis jetzt zumindest, aber dann mit einer freien Kamera. Das hat dann wieder ein ganz anderes Feeling. Ich hoffe, dass die Lumion Battles auch so aufgebaut sind wie Pokémon-Kämpfe. So, ich gehe jetzt erstmal zum Vater. Ey, Vater, was geht? Oh, da bist du ja, Conny. Ha, du hast die Nachricht von deiner Mutter bekommen.
Du wirst nicht glauben, was passiert ist. Also als erstes waren wir draußen und dann ging der Sturm los und wir sind dann reingegangen und dann kam dieser Text und er hat geleuchtet und dann sind die Buchstaben und dann, du glaubst nicht, was passiert ist. Ich weiß, es klingt richtig krass, aber die haben sich bewegt und, oh nein, was passiert denn jetzt schon wieder? Oh. Vater, jetzt beruhig dich mal, das ist normal. Guck nicht so blöde, als ob du sowas noch nie gesehen hast. Oh, ich kann es nicht fassen. Das Tablet, es ist weg. Ich hatte es eben noch in meiner Tasche, aber jetzt ist es weg. All meine Forschungen, sie sind alle weggeflogen. Ich habe keine Sicherung in der Cloud. Oh nein, das ist nicht gut. Die Teile vom Tablet, nein, sie sind jetzt weg. In verschiedene Richtungen. Oh nein, ich glaube, jemand oder etwas. Ich weiß, möchte es mir. Das ist komisch. Der Regen hat aufgehört. Conny, ich gehe ins Lumion Laboratory und informiere deine Mutter über all das. Du solltest uns treffen, wenn du die Gelegenheit dazu hast. Ich sehe dich später, Conny. Oh. Also ich weiß echt nicht, was mit meinem Vater los ist. Aber ich glaube, es liegt daran, dass ich ihn so komisch voice. Okay. Ich hoffe, ich kann mir die Stimme von meinem Vater merken. Ja, dann gehen wir zum Lumion Laboratory. Ich meine, ja komm, wir können gleich nochmal irgendwo einbrechen. Können wir hier lang? Wahrscheinlich kommen wir da nicht hoch. Um hier hochzuspringen, brauchen wir erstmal ein Lumion, das dazu in der Lage ist. Ach, wie schön. Okay, ich kann die Musik von dem Spiel nicht ausschalten. Ich hoffe einfach, dass sie nicht gestrikt wird. Und wir sprechen erstmal mit diesem richtig gruselig aussehenden Mädchen dort. Hey, was willst du denn jetzt? Ich möchte wirklich draußen spielen und mit den Big Piles in the Digging Site, bla bla, ja bla, ja laber einfach nur, ist mir scheißegal. So, wer bist du? Ich warte auf die Post. Ich habe eine Menge Lumion Care Supplies online bestellt für meinen V-Volt. Du hast einen V-Volt? Rück raus damit! Siehst du den Bazooka auf meinem Rücken? Ich meckere gerade, da kommen gar keine Effekte raus. Das Spiel ist ja so smart. Die gucken mich an. Das ist so gruselig. Guck dir, wie die mich angucken. Aber es ist voll gut gemacht. Die NPCs reagieren so ein bisschen darauf, wenn man in die Nähe ist, gucken die einen an. Das finde ich voll nice, diese Details. Ich finde, die Sprechblasen könnten einen Namen beinhalten. Aber ich glaube, das haben sie bei Pokémon-Spielen auch nicht. Doch haben sie, glaube ich. Aber wenn man den Namen nicht weiß, dann steht da Fragezeichen. Keine Ahnung. Also ich denke, Eaglet ist das beste Lumion. Hast du dich schon mal in der Dunkelheit verloren? Das würde niemals mit einem Eaglet an deiner Seite passieren. Und was meinst du dazu? Also ich glaube, V-Volt ist superior wegen seiner Fähigkeit, Elektrizität zu generieren. Damit kann ich mein Smartphone laden. I can rest my phone next to my... Das hat sie wirklich gesagt. Ich liebe dich. That's so handy. Ja, so true. Deswegen sagen wir dazu auch immer handy. Wer ist der Opa da hinten? Ey, Opa. Ey, Opa. Was geht ab? Als ich ein junger Trainer war, da hatte ich noch volles Haar, so wie du. Aber jetzt... Alles weg. Wo sind meine Haare hin? Ja, peinlich, nicht wahr? Also ich hatte niemals sowas wie Haarausfall. Guckt euch mein prachtvolles Haar an. So, gehen wir mal zum Labor. Ach, erstmal die da angucken. Die starrt das Schild an. Kannst du überhaupt lesen? Eines Tages werde ich mein eigenes Lumion von dem Labor bekommen. Die werden nämlich alle im Labor gezüchtet. Ich weiß nur nicht, ob ich jetzt schon bereit dafür bin. Ein Freund von mir sagte, ich sollte mir da keine Sorgen machen. Also eine Freundin machen. Okay, schön für dich. Aber Bruder, wenn du nicht mal lesen kannst, wie willst du dich um ein Lumion kümmern, ja? Also ich gehe jetzt ins Labor, spreche dann mit meinem Vater und dann kriege ich wahrscheinlich mein eigenes Lumion und ich werde der größte Lumion-Trainer, den die Welt je gesehen hat. Ich werde der Lumion-Meister werden. Yeah! Und darauf habe ich Bock. Ich will Lumion-Meister werden. Hey, Vater, was geht? Hey! Ah, nee, wer bist du? Hey, Conny. Ich bin froh, dass du es sicher hierher geschafft hast. Das war nämlich ein richtig harter Weg. Oh, hey, Champ. Ich muss die Stimme wieder kennen. Hey, Champ, gutes Timing. Ich habe deiner Mutter nur gerade gesagt, was an der Ausgrabungsstätte passiert ist. Ist das meine Mutter? Ich weiß nicht, ist das meine Mutter? Ich kann das echt nicht mit Stimmen. Ich habe jetzt schon wieder vergessen, welche Stimme sie hatte. Sie kriegt jetzt die Stimme. Also monatelang hast du diesen mysteriösen Stein studiert und du hast herausgefunden, dass er sich komisch verhält, wenn... Ja, Mysterious Storm appeared in the town, bla. Ja, der ist wirklich komisch gewesen. Das war wirklich komisch, als der Wind und... Oh ja, das war sehr komisch. Dann war diese Nachricht und das Tablet und... jetzt habe ich die Stimme wieder drauf und die... Was hat die ursprüngliche Message nochmal gesagt? Nee, das habe ich gefragt. Also ungefähr hat sie gesagt, die Kreatur... Die Geheimnisse der Kreaturen liegen... Aber wenn sie... Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Also die...
Und dann kam eine neue Nachricht. Ich hoffe, das, was sie gesagt hat, gibt uns einen Hinweis. Weißt du, wo sie hingegangen sind? Nein, sie sind einfach in jede Richtung geflogen. Oh, ich kann mich dran erinnern, als wäre es ein paar Minuten her. Oh, das war so schlimm. Hast du nicht das Tablet? Ja, okay. Mein Vater hat einen Anfall. Ich glaube, wir können ihn jetzt einfach seine Stroke haben. Ja, okay. Schön, Vater. Augenblick. Du möchtest mein Equipment benutzen. Ist das für dich in Ordnung, mein Schatz? Natürlich. Ich glaub, sie ist wirklich meine Mutter. Okay, sie ist meine Mutter. Also, wow. Schau mich nicht so an. Also, meine Forschung sagt... Also, ich will das... Ich möchte jetzt nicht disrespectful sein, aber ich will einfach zum Spiel kommen. Es tut mir echt leid, die Story ist bestimmt richtig krass und so, aber es ist zu viel Text. Ich möchte diesen ganzen Text nicht lesen, ich skippe das jetzt einfach, es tut mir leid. Conny, willst du uns helfen? Ja klar, ich helfe dir, yo, yo, yo. Cool. Ich glaube, Conny wollte sowas schon immer haben, ja, ja, Battle Theater, ja, cool. Was immer im Fernsehen ist, kannst du jetzt selber machen. Ja, das wird super cool. Wir geben dir jetzt so ein Tier. Und das Tier, das lässt du dann gegen andere Leute kämpfen. Das Tier hat keine andere Wahl. Oh, das ist so aufregend. Endlich geben wir dir ein Lumion. Oh ja, das wird ein großartiger Kamerade sein. Oh, welches Lumion willst du haben? Achtung, alle miteinander. Ihr erinnert euch alle an Conny, oder? Versammelt euch. Seid nicht schüchtern. Sie kommen so alle. Okay. Augenblick, einer von euch fehlt. Viehwein! Komm schon, Viehwein. Also lass das arme Viech doch einfach schlafen. Okay, Conny, such dir einen Lumion aus, der dir gefällt. Also wir haben Vambert, Typ Dark. Wir gucken erstmal Typen. Viehwein, Plant, Snow Cup ist Eis, Ambit ist Fire, Eaglet ist Light, Light ist neu, Triple ist Water, Vivolt ist Electric. Vivolt haben schon sehr viele gesagt, das ist krass. Okay, this Dark-Type Lumion is notorious for dive-bombing cave exploders and stealing their heads. Okay. Also das ist dann wahrscheinlich sowas wie ein Zubat, aber in cooler, weil es sieht viel cooler aus als ein Zubat, jetzt mal ganz im Ernst. Sache ist, das ist Typ Dark. In Pokémon ist es so, wenn du ein Pokémon-Typ Flug hast, dann ist das sehr gut gegen Boden-Pokémon, weil Boden-Pokémon können denen keinen Schaden anrichten. Das hier fliegt, aber hat nicht Typ Flug, also gehe ich mal davon aus, dass Boden-Pokémon trotzdem Schaden an Boden-Lumions trotzdem Schaden anrichten können. Und wir haben irgendwas mit Ausgrabungsstätten zu tun, deswegen gehe ich von Boden aus. So, Viehwein ist Typ Pflanze. Also wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, werden wir als allererstes durch irgendeinen Wald oder Wiesen laufen und erstmal auf Pflanzen und Käfer-Pokémon stoßen. Und da ist Feuer gut. Aber wahrscheinlich ist in der ersten Arena... Ich habe keine Ahnung, ich nehme Ambit. Nee, Ambit sieht mir zu blöd aus. Eaglet sieht ganz cool aus. Ich gehe einfach nach Aussehen. Eaglet sieht cool aus. Dripple ist ein bisschen... Vivolt sieht auch ganz cool aus, aber ich glaube, das ist sowas so Standard. Viehwein ist auch nice. Snowcup hat irgendwie keine Augen. Ich nehme Snowcup. Nee, doch nicht. Ich nehme Ambit. Ich nehme Eaglet. Ja, okay. Großartige Wahl. Möchtest du ihm einen Nicknamen geben? Ja. Ich nenne ihn Horst. Horst. Du bist jetzt Horst. Ist Horst okay? Ja. Nun, bevor du kämpfst, möchte ich dir erklären, wie das überhaupt geht. Du bist ein Partner zu deinem Pokémon. Das heißt, du musst kämpfen und nicht dein Lumion. Ja, zusammen defendet ihr eure Opponents. Ja, super cool, Mutter. Hast du mir das nicht schon gestern erzählt? Du wiederholst dich. Ich glaube, du kriegst Alzheimer. Okay, auf zum Kampf. Yeah! Oh, sie wirft ihre Disc. Ich schicke meinen Eaglet los. Mein Horst. Alright, ja, brauchst du mir nicht sagen. Ich will's einfach machen. Energy Purple. Unable to battle. Achso. Oh, okay, dann ist das jetzt allgemein mit der Energy. Okay, und nicht nur für die Attacken. Notice you have four options. Fight items, Lumions and Run. Go ahead, select fight option. Okay, ich nehme Fight. Light kann ich scheinbar nicht machen. Next to EC. Okay, ich verstehe. Das sind dann Energy Cost. Okay, ich verstehe. Each time you use a move, Lumions werden ja Energy Cost verlieren. Wenn die Energy leer ist, musst du warten, ausruhen. Oder ja, kriegst immer ein bisschen Energie zurück während des Kampfes. Das ist ein cooles Lumion, das will ich haben. Das erinnert mich so an Majora's Mask. Ja, Peter, wie lange willst du mir das noch labern? Erstmal gibt's ein Pounce. Auf die Schnauze! Oh nein! Nein! Sie erhöht ihre Verteidigung. Bam! Ich will Shine. Nein, er nutzt schon wieder Brace. Hör auf! Mit deinem Kabunga. Doesn't affect the opponent. Ach, deswegen war das da. Okay, Light bringt mir natürlich jetzt gar nichts. Also muss ich Pause. Oder Stare. Ist typeless. Was bringt mir Stare? Er nutzt Brace. Also der macht sowieso die ganze Zeit nur ein Schild. Finde ich gut. Ich nutze Stare. Und das nimmt dir die Verteidigung wieder weg. Und jetzt nehme ich Pounce und gebe dir ein Pounce aufs... Nein, der schlägt mich! Ah! Oh Gott, der macht Schaden. Bam! Okay, ich glaube, ich muss dich einfach tothauen. Ich habe keine andere Chance. Hör auf, mich zu schlagen.
Ah, hör auf! Ein kritischer Hit. Ich gehe auf meine Items. Ace-Disc. Nein, das sind nur Catcher-Disc. Ich habe nichts anderes. Ich brauche ein anderes Lumion, schnell! Ich habe keine anderen Lumions. Oh nein, ich habe Probleme gemacht. Okay, Pounce, schlag ihn kaputt. Er hat keine Energie mehr. Okay, er schlägt mich schon wieder. Hör auf, mich mal zu schlagen. Was soll das, Mutter? Hör auf, seinem komischen Kabunga zu sagen, dass es das machen soll. Es soll aufhören. Ja, schön, jetzt erhörst du wieder deine Verteidigung, aber ich hau dir jetzt aufs Maul. Bitte schlag mich nicht. Bitte schlag mich nicht. Ja, er nutzt Brace. Jetzt schlage ich ihn. Ja! Kritischer Hit! Ich hab Kabunga besiegt! Au, au, das hast du davon, Mutter. Ja, Level 6, yeah. Good job, honey. Und gib mir jetzt dein Geld. Gib mir dein Geld, Mutter. Ja, okay. Oh, jetzt, was will mein Vater? Mein Vater redet übrigens die ganze Zeit so. Diese Maschine und Chance und... Vater, ich kann dich nicht verstehen. Vater, ich kann dich wirklich nicht... Ja, also ich weiß, ich verstehe auch nicht, was dein Vater dir sagen will, Schätzchen. Also, ich glaube, du... Vater, kann ich jetzt einfach gehen? Yeah! Oh, Mom hat mir den Schlüssel zum Schrank gegeben. Der Schlüssel wurde verstaut in meiner Tasche. Ja, okay, ich will euch nicht mehr hören. Go to Gale Forest and search for a chunk of the tablet. Alles klar, ich will aber erstmal gucken. Ich will erstmal diese anderen Lumions hier fangen. Ey, Duda, dich will ich haben. Komm mit. Warum darf ich die Lumions hier nicht rausklauen? Die sind hier doch. Okay, so, erstmal kaputt hauen. Ja, 5 Small Mats. Und dir hau ich nochmal aufs Maul. Bam! Yay! 5 Capture Discs. Kann ich das ja auch kaputt hauen? Oh, okay, schade. Ich glaube, hier ist genug geklaut worden. Wie gut geht's eigentlich meinem Lumion? Ist das immer noch tot? Nein, es wurde geheilt. Wie nett. Na gut, ich darf euch keine Lumions klauen. Also bin ich raus. Aber das wäre jetzt so ein Moment, wo jetzt nochmal meine Rivale kommt und sagt, halt! Aber das Spiel ist halt wirklich weit genug von Pokémon weg, dass es wahrscheinlich nicht gecopyright-striked wird. Finde ich natürlich schade. Triggert meine Nostalgie nicht so sehr. Aber es ist auch gut, weil es ist mal was anderes dann. Ich kann das Spiel auch mal erleben. Ey, gucke mal! Der Honk ist von der Brücke runter. Und guckt euch diese Reflexion im Wasser an. Sowas haben Pokémon-Spiele nicht. Bzz, bzz. Oh, jemand ruft mich an auf dieser Drecksuhr. Hey Conny, ich bin's, deine Mutter. Also bevor du auf Route 1 gehst, ich möchte dir nur etwas erklären. Also, weißt du, dieser Schlüssel, den ich dir gegeben habe, um die Closet im Laboratory zu öffnen und zu gucken, was da drin ist, in den Boxen, weißt du noch? Also, der Schlüssel, den ich dir gegeben habe und die Capture Disc, also die Capture Disc, weißt du, ach, vergiss es einfach, Schätzchen. Geh einfach, hab Spaß da draußen. Tschüss. Okay, ist das hier das hohe Gras, in das ich nicht gehen darf? Ja, das ist das hohe Gras. Also, wenn ich hier durchlaufe, stoße ich dann auf Lumions. Oh, oh. Oh nein, ein Cathorn! Ich wusste, ich hätte ein Feuer-Pokémon gebraucht. Oh, ein weibliches Cathorn. Mhm. Tja, der hau ich erstmal Schein ins Maul. Schein! One Hit! Tja, 9 EP dafür bekommen. Easy. Als ob ich so ein Viech fange. Also alles, was auf Route 1 ist, ist Schmutz. Oh, da hinten sind so Busche. Da hinten sind Busches. Und die kann ich wahrscheinlich nur mit Zerschneider zerstören. Oh, ich werde schon wieder angegriffen. Ein Twirtle! Ich brauche den Twirtle. Das ist mein Fluglumion für später, für die Schnellreisen. Also werde ich dich nur ein bisschen runterhauen. Ich hau dich ein bisschen runter. Nein, ich pack. Ah! Du kriegst jetzt einen Pounce von mir. Oh, das macht kaum Schaden. Okay. Ich glaube, ich gebe dir erstmal einen Stare. Ich starre dich an. Er haut mich nochmal. Finde ich nicht cool. Aber ich starre dich jetzt an. So, und jetzt gebe ich dir nochmal einen Hau. Und... ja, ist mir egal, ob du meine Verteidigung verringerst. Deine ist jetzt weg. Bam! So, und jetzt, wo du in dem Bereich bist, gehe ich auf Items, dann auf die Capture Disc und dann Use! Bam! Du bist jetzt mein Lumion! Die Musik ist jetzt ein bisschen laut diesmal. Oh, oh, oh! Ja, Mann! Wir haben ihn! Wir haben ihn! Er ist in meinem Lumipedia. Ich nenne ihn Twitter. Ja, Twitter ist okay. Aber ich habe gerade gemerkt, so ein Twitter kann schon Schaden anrichten. Und meinem Lumion, hier geht's gar nicht mehr so gut. Oh, Twitter geht's aber auch nicht so gut. Oh, okay, ich glaube, wir müssen... Main Objective, yo, yo. Oh nein, da ist ein Trainer. Wenn ich hier außen rumlaufe, passiert mir nichts, oder? Ich glaube, ich muss mich nochmal heilen. Ich muss zurück zu Mama. Mama, bitte heile meine Lumions. Das wird zu gefährlich. Oh nein. Ich werde schon wieder angegriffen. Schon wieder Cathorn. Ich bin zurück. Na gut, dann kriegst du jetzt aufs Maul. Also einmal Pounce. Und dann fange ich dich vielleicht doch nochmal ein. Bam. Es macht kaum Schaden. Aua, er hat mich gebissen. Ich gebe dir noch einen Pounce. Pounce. Yeah.
Die Musik ist mir zu laut. So, und dann fange ich dich einfach mal ein mit der Capture Disk. Was willst du tun? Und wusch, wusch. Oh, okay. Ich hatte kurz Angst, weil es so lange gedauert hat. Ja, das Ding dann nicht einfach. Wurm. Du Wurm, dass du dich mit mir anlegst. Yay, und ich bin Level 7. Perfekt. So, ich will einmal kurz meine Lumiens noch heilen. Bitte. Mama, Mama, ich will meine Lumiens heilen. Denen geht's nicht gut. Wer bist du denn? Das ist das mein Elternhaus. Was willst du denn hier? Mama? Aber du musst meine Lumiens doch heilen. Das Haus ist leer. Hier kann eingebrochen werden. Na gut, vielleicht kann ich sie im Labor heilen. Ich meine, was ist, wenn ich die erste Route nicht durchstehe? Mama, kannst du die heilen? Hey, Conny, möchtest du... Wie geht's deinen Lumiens? Je mehr du mit denen kämpfst, desto stärker werden sie. Wenn du jemals auf einen Gegner stößt, der zu stark ist, ist das okay. Du kannst trainieren und dann kannst du später doch vielleicht gewinnen. Ja, aber kannst du die... mal heilen? Kann ich hier am Computer, please? Das ist so ein Computer. Meinst du, die werden geheilt, wenn ich... Ach, ich habe keine Ahnung. Du. Kannst du meine Lumiens heilen? Möchtest du ein weiteres Lumien kaufen? Ja, klar. Also jetzt möchte ich natürlich noch Viehwein haben. Wie viel Robux kostet mich das? 25 Robux, das ist ja nix. Die kaufe ich. Ich dachte, jetzt kommen so 500. Ja, dich nenne ich, wie nenne ich das? Ist halt ein Viech, ne? Also, wie soll man sonst nennen, wenn nicht Viech? Aber wenn es so 25 Robux kostet, dann will ich noch einen. Ich will noch einen. Gib mir noch einen. Ich will jetzt auch das Feuer-Lumien haben. Wenn Pokémon Pay to Win ist, ich liebe es. Ambit, gib mir Ambit. Ja, Mann. Hey, 25 Robux ist ja nix. Das verdiene ich einfach pro Sekunde. Also nicht wirklich. Feuer! Ja, Feuer ist in Ordnung. Warum schläfst du denn schon wieder? Überprüfen, ich überprüfe dich kurz. Dir geht's nicht gut. Horst ist gelangweilt, hast du Pech, Horst. So, wenn ich jetzt aber mal auf mein Team gucke, dann sehe ich, den geht's gar nicht so gut. Ich würde sagen, Horst, rüst dich aus. Oh, hier gibt's so schön Overview, das ist schön. Aber ich möchte Horst dort haben. Dankeschön. Nicht Horst, sondern Feuer. Und dann schnell durch die Route durch. Hopp, hopp. Ah, kämpft ihr gerade? Peinlich. Meine Lumiens trainieren hier jeden Tag. Okay. Jeremy würde gerne kämpfen. Er sucht Twilight raus. Okay, Feuer, komm. Dem zeigen wir es jetzt richtig, hat keine Chance. Ich gebe den einfach Feuer. Feuer, use Feuer. Oh, der stirbt gar nicht. Nein, ich meine Verteidigung senken. Nochmal Feuer. Das soll brennen. Hallo, Feuer? Macht ihm Feuer. Unterm Hintern. Nein, er nutzt Gnar. Er hat mich gebissen. Oh nein, ich habe 2 Leben verloren. Oh, wie soll ich das nur überleben? Schlag ihn ins Gesicht. Ich sagte, schlag ihm ins Gesicht. Bam. Tot. So, Jeremy, was hältst du jetzt davon? Ich würde sagen, du gibst mir jetzt dein Taschengeld. Oh, er nutzt noch ein neues. Okay, ich werde mein Pokémon, mein Lumien auch wechseln. Ich nehme jetzt Viech. Ja, Viech sieht gut aus. Viech. Switch. Komm raus, Viech. Ah, Cathorn. Da hätte ich doch bei meinem Feuer-Type bleiben sollen. Aber ich glaube, Pflanze ist schwach. Ja, sieht man hier. Dann growl ich dich an. Nein, nicht Bugbite. Ah, das ist super effektiv und zieht mir so wenig ab. Peinlich. Ist dir das nicht peinlich? Jetzt kriegst du einen Schlag ins Gesicht. Bam. Ja, beiß mich nochmal. Super effektiv. Und bam. Weg mit dem. Wir müssen halt nur ein bisschen mehr trainieren. Das ist alles. Ja, gib mir dein Taschengeld. 72 Taschengeld bekommen. Yeah. Genauso will ich das. Oh, ich werde schon wieder von einem wilden Lumien angegriffen. Oh, ein Twilight. Den will ich töten. Los, töte ihn. Töte ihn. Aua, er hat mich gebissen. Oh nein. Töte ihn. Töte ihn. Sehr gut. Na, ich will jetzt gar nicht gegen die ganzen Trainer hier kämpfen. Ich laufe einfach lang. Nein, er hat mich entdeckt. Ey, ich habe mein Lumien sehr nah hier gefunden. Also irgendein Käfer aus dem Gras. Ja, okay. Ich habe jetzt ehrlich gesagt keine Lust, gegen euch alle zu kämpfen. Das ist hart. Das ist eine Herausforderung. Ich kann hier nicht einfach in einem Zug durchlaufen. Ich muss trainieren und so. Twilight, ja. Feuer. Er nutzt Dordle, nein. Wie viel macht denn Pounds? Wie viel Schaden macht Pounds? Ah, Pfund macht noch nicht so viel. Dann gebe ich ihm nochmal Feuer unterm Hintern. So, hast du noch was zu bieten, hä? Ja, Feuer ist Level 6. Oh, das ist in Ordnung. Da werde ich wohl weiter trainieren müssen. 128 Taschengeld, dankeschön. Oh, jetzt werde ich schon wieder von einem wilden Pokémon an, Lumien angegriffen. Na gut, da immerhin trainiere ich mein Feuer dadurch sehr gut. Auf geht's, gib ihm Feuer. Oh ja, ich werde jetzt auf jeden Fall stärker. Weil jetzt ist er weg. Und gib ihm nochmal Feuer. Und weg ist er. So, da hinten ist der letzte Trainer, an dem ich vorbei muss. Und ich komme natürlich nicht an ihm vorbei. Ey, du da! Komm mal ran hier. Meine Mutter ist sehr nervös, dass ich meine ganze Zeit mit den Lumiens verbringe. Sie versteht offensichtlich nicht, wie stark ich bin. Ja, dir werde ich nochmal das Maul stopfen, Mädchen. Shana möchte kämpfen. Ich weiß gar nicht. Was ist stark gegen Flug? Ah, ich glaube, ich gebe dir einfach Feuer. Du, wie stark du bist. Du hast Level 3 Lumien. Digga, du kritischer Hit. Oh ja, starr mich an. Ich habe große Angst vor dir. Ich schieße dich jetzt aus der Luft raus. Und du bist aus der Luft rausgeschossen. Das war's. Wow. So.
Sie möchte Cathorn schicken. Nein, diesmal werde ich nicht wechseln, weil Käfer wird jetzt mit Feuer bekämpft. Das ist nämlich... Oh, gar nicht so viel Stärke. Oh, schade. Oh, aber Level 4. Mhm. Oh nein, er hat schon wieder meine Verteidigung gesenkt. Das ist so schlimm. Er wird trotzdem jetzt one-hitted. Und batz. 28 Erfahrungspunkte. Oh, jetzt sehe ich, warum meine Mutter um mich besorgt war. Ja, du gibst mir jetzt dein Taschengeld oder kriegst aufs Maul, Shane. Ich finde schön, man besiegt einfach irgendwelche Leute und zieht den Geld ab. Selbst meiner Mutter habe ich eben Geld abgezogen. So, gehen wir hier rein und wir sind in Sheshma Town. Aber Leute, wenn ihr sehen wollt, wie es weitergeht, dann lasst gerne ein Like auf dem Video da und abonniert den Kanal. Das war's erstmal. Bis dann und ciao!